Willkommen auf dem Kanal, Wolfsburg-Fans, ich bitte euch, unseren Kanal zu abonnieren. Hier sind Sie immer auf dem Laufenden über Neuigkeiten aus unserem geliebten Wolfsburg. Merle Froms und Vivien Endemann sind bereits wieder in Wolfsburg eingestiegen und auch am Samstag gegen die PSV Eindhoven dabei. Bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stecken sie mitten in den Vorbereitungen auf die Generalprobe gegen die PSV Eindhoven am Samstag, 14 Uhr, Aucker Stadion, und sie sind voller Vorfreude auf die Rückkehr der Olympiafahrerinnen, die komplett dann im Trainingslager in Klosterpforte ab Montag einsteigen sollen. Zwei Bronzeheldinnen sind allerdings schon wieder mittendrin und sollen auch im Spiel gegen die PSV bereits wieder zum Einsatz kommen. Voll dabei war am Donnerstagvormittag bereits Außenstürmerin Vivien Endemann. Sie kam gleich rein mit einem Flockenspruch. Natürlich gab es Glückwünsche und Umarmungen, das gehört einfach dazu, erzählt VfL-Coach Tommy Stroth. Der 23 Jahre alte Shootingstar der vergangenen Saison hatte bei den Olympischen Spielen verhältnismäßig wenig Einsatzzeit bekommen. 108 Spielminuten verteilt auf drei Partien stehen für die Offensivspielerin zu Buche. Beim VfL hatte sie eine wichtigere Rolle und wird sie auch in der neuen Saison haben. Am Nachmittag sollte dann auch Torhüterin Merle Froms auf den Platz zurückkehren. Ihr hatte Bundestrainer Horst Rubesch unmittelbar vor dem Turnier in Frankreich den Status als Nummer 1 genommen. Sportlich lässt sich gegen diese Entscheidung nichts sagen. Ann-Kathrin Berger spielte ein starkes Turnier, rettete im Spiel um Bronze in der Nachspielzeit gegen Spanien den 1:0-Sieg für Bronze. Für Tommy Stroth ist Eindhoven keine Generalprobe. Aber die vorausgegangene Kommunikation um die Wachablösung im Kasten zog sich über Monate hin. Der Umgang mit der Wolfsburger Stammkeeperin, die 4 Jahre lang das Vertrauen beim DFB hatte, war einfach unfair. Ihre Zukunft beim VfL ist nach der Saison 2024/25 ungewiss, ein Wechsel ins Ausland wahrscheinlich. Anders als Alexandra Popp, Marina Hegering, Katrin Hendrich, Jule Brandt, Janina Minge und Sari Linder, sie sollen am Freitag wieder einsteigen, soll das Duo Froms-Endemann bereits gegen die PSV zum Einsatz kommen. Beide haben das Signal gegeben, dass sie körperlich fit sind und auch gerne gegen Eindhoven dabei sein möchten, so Stroth. Auch wenn es der letzte Test vor dem Supercup in Dresden gegen Meister Bayern München, Sonntag 25. August, 18:15 Uhr, ist, tut sich Wolfsburgs Trainer mit dem Begriff Generalprobe schwer, weil wir das Spiel nicht mit der gesamten Gruppe bestreiten werden, so Stroth. Das wird dann erst in der zweiten DFB-Pokalrunde der Fall sein. Auf welchen Gegner der Abosieger der vergangenen 10 Jahre treffen wird, wird am Dienstagabend nach dem erstrunkenen Spiel des FSV Gütersloh gegen Union Berlin, 18:30 Uhr, im kostenlosen Skylivestream, ausgelost. Melden Sie sich jetzt an und verpassen Sie kein Detail der VfL Wolfsburg-Reise.